Guten Morgen. Moin Moin. Moin. Einer Quatsch wieder so hier. Wir sind wieder unterwegs am Wasser. Mister ist wieder mit dabei. Den hatten wir letztes Mal im Video schon mit seinem Rezept für die Plötze. Und was wollten wir machen? Angeln. Heute wollen wir natürlich die Fische essen. Echt? So sieht das aus. Heute wollen wir schnabulieren. Wir waren eben noch fix in der, ich sag mal, Kaufhalle, Supermarkt, wie auch immer. Und was haben wir geholt? Passt auf. Peter hat geholt mit Heiko Bratkartoffeln. Aber weil ich ja brutzeln muss, ne, da ist nichts mit vorher kochen, die haben fertige genommen, damit ich auch noch angeln kann. Zumindest fast fertig. Ne? Also die müssen schon noch ein bisschen braun gemacht werden, aber tatsächlich ist Speck mit bei, Zwiebeln mit bei, rein in eine Pfanne, fertig der Salat. Ja, nichts mit viel brutzeln bei mir. Aber erstmal Rute raus. Der Spaß beginnt. Der Spaß beginnt. Also. Das ja, das Horst und Heinz sein. Richtig, also von daher Rute raus, Köder raus, ab an den Teich. Wir sind hier an so einem Flussabschnitt. Ja. Köder reinhalten, Fische fangen und danach wird noch ein bisschen geputzelt. Also, Petri Heil. Das sollte man nicht glauben. Ne? Wir haben Mitte März und hier stehen noch Winterpilze rum. Und zwar der Samtfußrüppling und der Auslandseitling. Ich würde sie gerne in eine Pfanne hauen, aber leider sind die schon mit durch. Deswegen lassen wir die mal dran. Aber ich weiß, wo ich im Winter noch mal gucken gehe. Ja, da hat Peter sicherlich recht. Aber tatsächlich ist es ja so, dass wir gefühlt den Winter noch gar nicht hinter uns haben. Vor ein paar Tagen hatten wir noch starke Minusgrade und Schneefall. Und heute 14 Grad plus. Wir angeln ja heute wieder mit Pose, ne? Nochmal passiert mir das nicht, dass Heiko lästert. Was das Wichtigste, was man auf Tasche haben sollte? Dede, Lot bleibt. Ne? Hat sich aber rumlästern. Hat sich aber einer einen Zettel geschrieben. Ja, sowas von. Nee. Während Peter und Mister hier mit ihren Posenrouten unterwegs sind, habe ich mir ja meine Dropshot-Route mitgenommen und mal gucken, was heute so besser läuft. Bei mir Dropshot-System mit zwei Haken und Peter mit einer Pose und Mister mit einer Pose, allerdings mit unterschiedlichen Routen. Und die gucken wir uns jetzt nochmal an. Ja, ich fische heute mal eine Bolo-Route, 8 Meter lang. Also nicht ganz so breit oder so lang, wie der Fluss breit ist hier. Aber es ist sehr windig und ich kann bei dieser Länge meine Pose besser auf Distanz halten. Während mein Bruder hier mit der kurzen Route angelt, also Mister angelt mit der 3 Meter Route, der hat ständig das Problem bei dem Wind mit Schnurrbogen und so, und dass die Pose aus der Bahn gezogen wird durch den Schnurrbogen. Und das habe ich nicht. Ja, das war mal überraschend. Tatsächlich endlich mal wieder, muss man sagen, eine Kontrolle. Und Peter hat leicht geschwitzt, würde ich sagen. Es sah zumindest so aus, als wenn er überlegt hat, hat er überhaupt seine Papiere dabei. Ja, letztes Mal war das so, oh scheiße, Papiere vergessen. Nee, die lagen auf dem Beifahrersitz. Also alles gut und nochmal Glück gehabt. Aber wie wichtig das ist, dass so eine Kontrollen gemacht werden, haben wir gerade in dem Gespräch auch nochmal erfahren. Genau. Und also tiefenentspannte Leute. Also wenn man mit denen auch ganz normal und korrekt umgeht, dann kommt das auch zurück. So sieht's aus, ja. Die machen auch nur ihren Job. Ne, kontrollieren, ob alle rechtlichen Bestimmungen eingehalten werden. Dafür sind sie da. Dafür sind auch die Fischereiaufseher da. Und wenn man vernünftig mit den Leuten redet, reden sie auch vernünftig mit einem selbst. Im Fummeln ist Peter besonders gut. Trotzdem sind die Fische heute nicht so aktiv. Wir hatten zwar schon ein paar Bisse, aber Bisse können wir halt nicht braten. Apropos braten. Da kommt noch was.
zumindest muss ich meine mobile Küche aufbauen, weil wir haben so einen starken Wind hier. Ihr hört das sicherlich auch. Und damit die Flamme nicht ganz ausgeht und wir auch noch ein bisschen was brutzeln wollen, so, brauchen wir einen kleinen Schutz. Und jetzt geht los. Was er damit wohl fangen will. Einen schönen Gruß an Köln der Werk, vor allen Dingen an Carsten, ne, und Lars und Co. Wird schon. Vielleicht baue ich noch was draus. Na, zumindest hört sich das schon mal gut an. Die erste kann jetzt essen. Ich bin ja noch an der Pfanne beschäftigt. Bisher, hier. Danke. Ja, die sind richtig gut. Ja. Dankeschön. Schön. Guten Appetit. Danke, danke, danke. So, nun geht los. Jo, die sind schön. Alles schick. Und das Gute ist, man kann es so, wie es ist, außer die Hauptgeräte, essen. Ich habe jetzt für Heiko aufgefüllt. Vielleicht klaue ich ihm auch noch eine. Und die Fische, die packe ich mir dann in eine Pfanne, weil der Rand ist höher, kann ich mehr essen. Piep, 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 ich hab euch alle lieb. Guten Appetit. Danke gleichfalls. Ja, nur hab ich doch einen Teller genommen. Das kann ich den beiden ja nicht antun, ne? Aber guten Appetit. Und wie ihr sehen könnt, erstmal interessante Variante. Wie man sehen kann, der Rest vom Schützenfest. Ja, Plötzen waren, ja, gut. Allerdings, ich musste noch ein bisschen, die waren ganz schön sauer. Ich weiß nicht, ob es am Wetter gelegen hat oder so. Sauer macht lustig. Sauer macht lustig. Ich bin am Grinsen. Nein, waren schon lecker. Echt, die Bratkartoffeln dazu, mehr geht nicht. Zurück vom Futtern werden wir mal gucken, ob die Fische jetzt ein bisschen hungriger und gieriger geworden sind. Wir probieren mal noch ein bisschen was aus und dann sehen wir uns vielleicht mit Fisch. Ich bin ja schon angelverrückt, ne? Hier fehlt noch ein dritter Mann zur Abmodi. Aber der steht da vorne, hat immer noch die Rute in der Hand und ist immer noch am Fische verhaften wollen. Aber heute tatsächlich mal, heute Morgen waren ein paar Bisse und das war's. Ne? Das wird auch immer kälter, das haben sie ja schon gesagt heute. Heute Morgen war es noch so 11, 12 Grad. Und jetzt sind wir so ungefähr bei 5, 6, 7. Also und wird noch kälter werden. Und das im Laufe des Tages. Der Fisch war also nicht und ich weiß, eine Rute legt man nicht ins Gras, das weiß ich auch. Das haben wir nur mal für ein geiles Bild gemacht. Geil, da seien wir dahingestellt. Aber tatsächlich, naja, wir hatten heute Fisch. Ich weiß nicht, ob Peter das nicht mitgekriegt hat, aber wir hatten Fisch zum Mittag. Zumindest zum Essen. Ne? Und das ist natürlich, ja, wenn man es draußen macht, ist es umso geiler. Zu Hause kann jeder essen, aber sich da draußen schnell mal Kocher anschmeißen und dann mal richtig leckeren Fisch essen. Brutze, Bratgieß dazu, ne? Ein bisschen Bratkartoffeln dazu. Mehr geht doch gar nicht. Mega lecker war das. Ja, das war wieder richtig. Mal wieder so, ja. Aber in der Richtung werden wir in Zukunft auch ein bisschen mehr machen. Definitiv. Also seid gespannt. Es kommt auf jeden Fall im Sommer. Also im Sommer haben wir was vor. Es wird wahrscheinlich eher Herbst oder Winter, bevor wir es zeigen können. Aber das wird bestimmt geil. Genau. Und wenn ihr das hier gesehen habt, sind wir noch auf der Messe. Einen schönen Restsonntag wünschen wir euch. Genau. Petri Heil.